Yume-kui Mary. Typische Shonen-Popcorn-Kino. Zwar wird hier etwas weniger aktiv gekämpft, doch bekommt man wieder einmal das klassische Setting eines männlichen Teenagers präsentiert, dessen Leben ab dem Auftauchen eines Mädchens nicht mehr das gleiche ist. Und in der Folge dessen versucht er seiner neuen Bekanntschaft zu helfen und ihr Ziel zu erreichen. Die grundlegende Handlung ist jetzt alles andere als neu, doch muss man sagen, Yume-kui Mary schafft es trotzdem, mit diesen altbekannten Prinzipien unterhalten zu können. Am ehesten wird man den Anime vielleicht mit Shakugan no Shana vergleichen können, zumindest was die Art der Serie und das grundsätzliche Setting angeht, wenn man auch hier, so viel sei vorausgesagt, auf Romantik verzichten muss. Da wie dort macht der Protagonist durch seine übernatürlichen Vorfallbekanntschaft mit einem kleinwüchsigen, weltfremden Mädchen und kämpft schließlich an dessen Seite. Was in der Folge gezeigt wird, sind Konfrontationen mit allerlei Widersachern und einiges an Humor. Die Stärken von Yume-kui Mary liegen dabei nicht unbedingt in der Action. Diese sind zwar vorhanden und meist ansprechend inszeniert, fällt aber wohl mengenmäßig etwas dürftiger aus als bei dieser Art Anime übrig. Als Ausgleich wird einem dafür ein überdurchschnittlich sympathischer Cast geboten. Angefangen bei Mary. Sie ist zwar kindlich, aber nicht so überzeichnet wie etwa die besagte Shana erscheint. Über Isana, welche die Rolle der gutmütigen Kindheitsfreundin mit Bravour meistert, bis hin zu Yumanji, dem es zwar an Kampffestigkeit fehlt, der sich darüber aber ungezwungen gibt und einem seine Ideale nicht allzu penetrant unter die Nase reibt. Die Handlung selbst beginnt erst nach ein paar Episoden in Fahrt zu kommen, hält einen dann aber bis zum Schluss bei der Stange. Der Thematik entsprechend dreht sie sich viel um das Thema Träume, beziehungsweise Lebensträume, was gemeinsam mit Marys Situation auch immer wieder ein gewisses Maß an Melancholie in die Serie bringt. Wobei diese Stimmung, wie auch der Rest des Animes, durch einen wirklich gelungenen Soundtrack unterstützt. Fazit. Zweifellos genrespezifisches, allerdings trotzdem sympathisches Popcorn-Kino, sag ich mal, das einen auch mit Kenntnis vieler anderer Animes dieser Art noch genug kurzweilige Unterhaltung bietet. Was mich persönlich ein bisschen stört, dass natürlich da so ein arg offenes Ende gelassen wird, wie jetzt hier in dem Fall. Aber okay, die haben sich wahrscheinlich erwartet, dass sie noch eine zweite Staffel machen. Aber die kommt ja anscheinend nicht. Die hätte ich mir persönlich trotzdem gewünscht, weil dann der Anime auch zu einem Abschluss gekommen wäre. Aber kann man wohl leider nichts machen. Muss ich wohl mal den Manga anschauen. Naja. Und wie immer gilt, alles hier Gesagte ist und bleibt meine Meinung. Wenn euch die nicht gefällt, macht doch ganz einfach eine eigene. Bis zum nächsten Mal, euer City Bloop.